Genau, bis zum Börsenschluss am Freitag. Nein, mehr Zeit gibt es nicht. Sie wissen, was Ihnen bevorsteht, wenn Sie sich nicht daran halten. Nein, das ist keine verschleierte Drohung. Ich bin ganz offen. Wenn Sie sich weigern, haben Sie den Zusammenbruch der Wirtschaft zu verantworten. Und ich kümmere mich darum, dass Sie machtlos in der Gasse enden. Ist das klar genug? Gut. Also am Freitag. Einen schönen Abend noch, Herr Präsident. Und Schatz, wird er zahlen? Über 1 Billion. Oh. Bald wird mir praktisch alles gehören. Jeder wird mir etwas schulden. Ich werde alles beherrschen. Endlich liegt dir die Welt zu Füßen. So wie ich. Jetzt kannst du sie jederzeit packen und wie ist die beliebt, denn sie... Was ist los? Was? Was ist denn los? Ein Problem. Ein Problem? Was? Der Sohn des Verräters Sparda, Dante. Er ist noch da draußen. Die Jäger werden ihn finden. Genau wie Sparda und seine Hure. Und wenn sie ihn haben... Werde ich ihm mit bloßen Händen das Herz aus der Brust reißen und genussvoll verspeisen. Über Jahrtausende hinweg haben die Dämonen an Macht gewonnen. Jetzt sind sie kurz davor, die Menschheit zu unterjochen. Wir alle haben uns schon zu lange von ihren Trugbildern täuschen lassen. Es ist Zeit, die Augen zu öffnen. Der eben gezeigte maskierte Verrückte repräsentiert angeblich eine Organisation, die sich der Orden nennt. Die Anschläge der vergangenen Wochen sind der Gruppierung zuzuschreiben. Es handelt sich hier um einen Verräter und Terroristen. Ich halte ja nichts von der Todesstrafe. Da bleibt also nur noch eins. Den Mistkerl illegalerweise einfach auf der Straße abzuknallen. Ich bin Bob Barbas. Ich verrichte Gottes... Dante, komm sofort raus. Du bist in Gefahr. Wer bist du? Was willst du? Du warst achtlos und hast Spuren hinterlassen. Er ist hinter dir her. Was erzählst du da? Wer ist hinter mir her? Ein Jägerdämon. Er ist da. Scheiß Dämon. Zu spät. Du wirst dich durchkämpfen müssen. Daneben. Zeit für eine kleine Rebellion. Lust auf Prügel? Na dann los. Ja. Ich hoffe, es ist gar nicht zu laut. Es ist alles noch ganz anders hier, komisch. Erstmal, hey Leute und willkommen zurück zu... zurück sag ich schon. Zu Devil May Cry. Und ja, eigentlich hatte ich das ganz anders geplant. Ich wollte das eigentlich vorher aufnehmen. Moment, ich muss mal ganz kurz was umstellen. So, irgendwie muss ich gleich... Es ist alles ganz neu gerade, denn ich wollte eigentlich schon am Tag vorher aufnehmen, aber da hat die Aufnahme nicht funktioniert. Jetzt musste ich komplett alles neu machen. Mein Aufnahmegerät musste ich neu installieren, alles mit Updates und so. Deswegen funktioniert alles jetzt ein bisschen anders, deswegen... muss ich ein bisschen gerade gucken, wie das alles funktioniert, aber das ist jetzt egal. Ich sage nochmal, hey Leute und willkommen zu Devil May Cry, wo ich sagen muss, ich habe die alten Teile von Devil May Cry nie gespielt, leider. Sie wurden mir oft empfohlen, ich habe sie trotzdem irgendwie nie gespielt, ich bin nie dazu gekommen und ich habe gehört, dass dieser Teil von Devil May Cry ganz anders ist als die alten Teile, was... ich ja nicht beurteilen kann. Und ich habe auch gehört, dass unter den Devil May Cry Fans, ich weiß nicht, ob das stimmt, aber ich habe es so gehört, dass dieser Teil nicht sehr beliebt ist bei den Devil May Cry Fans. Wir spielen diesen Teil jetzt trotzdem, vielleicht werden wir die alten Teile auch mal nachholen, aber erstmal kommt das hier. Wir starten gleich durch. Eine andere Sache noch. Zu der Musik ganz am Anfang des Spiels. Ich weiß nicht, ob die GEMA geschützt ist, die Musik. Kann sein, dass ich die Musik stumm schalten muss. Das seht ihr da, ja dann an der Aufnahme. Wenn ja, tut's mir leid, aber ich hoffe, es wird nicht so kommen. Ja, das war, glaube ich, alles. Und wir starten direkt los. So. Ja, los geht's. Nein. Halte Kreis, um dich in die Luft zu befördern. Okay. Und Dreieck. Ja. Nein. Hau ab. Oh, voll erwischt. Nicht mit mir. Ausweichen, alles klar. Was kommt jetzt? Neuer Gegenstand gefunden. Weiße Kugel. Getötete Gegner lassen weiße Kugeln fallen, die Dantes Verbesserungsleiste füllen. Jedes Mal, wenn die Leiste komplett gefüllt ist, kann Dante in Verbesserungsladen eine neue Fertigkeit freischalten. Nice, nice. Ah, nicht mit mir. Noch einen neuen Gegenstand. Rote Kugel. Getötete Gegner lassen rote Kugeln fallen, die im Gegenstandsladen ausgegeben werden können, um Gebrauchsobjekte, Gesundheitsverbesserung und weiteres zu kaufen. Ja, gefällt mir auch. Und zack, stirb! Wer hat das gesagt? Ja, ja, bin unterwegs. X zum Springen, kriegen wir hin. Oh. Da, laufen, laufen, laufen. Uah. Ja, das war knapp. Und Sprung. Ebony, Ivory, ich hab euch vermisst. Genau richtig. Zielübungen. So, ja, Ziel übernommen. Neue Waffe freigeschaltet. Ebony und Ivory. Ja, schöne Waffen haben wir jetzt auch. Schwert und Waffe. Großkalibrige Pistolen, die äußerst schnell schießen können. Obwohl Ebony und Ivory nur wenig Schaden verursachen, können sie schwache, feindliche Angriffe leicht unterbrechen. Okay, mit 4 kannst du schießen. Zack, 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 zack. Die machen wirklich nicht sehr viel Schaden. Oh. Kann ich nicht zu dem hochspringen? Aha. Aua! Noch mehr? Seele. Ach, da oben! Schon. Hey, wo kommen denn die Spinnen her? Dante! Nicht schießen! Ich heiße Kat, ich bin kein Dämon. Ich stecke in der echten Welt, du im Limbus. Warum stehst du dann vor mir? Ich bin ein Medium. Ich kann mich in den Limbus projizieren und so mit dir kommunizieren. Ich kann dich sehen und mit dir sprechen, aber ich bin nicht wirklich im Limbo. Und wenn ich abdrücke? Bin ich tot. Ich setze mein Leben für dich aufs Spiel. Ich will helfen. Ich brauche keine Hilfe. Der Jäger hat dich in den Limbus verschleppt. Ich kann dich rausholen. Ich war schon mal hier. Ich kenne den Ausweg. Man bekämpft einfach den Dämonen, der einen reingezahlt hat. Du sollst dich nicht mit dem Jäger anlegen. Kein gewöhnlicher Dämon. Folge mir. Komm. Ist ist die ja ganz nett, dass sie uns helfen will, aber können wir ihr wirklich vertrauen? Ich meine, sie taucht plötzlich auf. Sie hat uns gewarnt, ja, aber... Was ist das? Da geht's wohl nicht rein. Ich höre irgendwas. Okay, ich höre... Keine Ahnung. Wo ist sie hin? Oh, Spinnen! Ach, das haben wir gehört. Nutze Nahkampfangriffe beim verlorenen Seelen, um sie zu befreien. Zack, zack, zack. Neuer Gegenstand gefunden. Verlorene Seele. Eine im Limbus gefangene Seele. Befreie alle, um deinen Missionsfortschrittsbonus zu erhöhen. Okay. Entschuldigung, dass ich mich hier manchmal verlese. Das kommt vor. Ein Schlüssel. Oh. Neuer Gegenstand gefunden. Kupferschlüssel. Ermöglicht es Dante, eine Kupfertür zu öffnen. Einmal rüber wieder. Einmal darüber. Das geht nicht kaputt, okay. Ja, damit möchte ich aber nicht fahren. Death. Na komm, wo seid ihr alle? Tschüss. Boom. Oh, das gefällt mir. Könnt ihr da hochgehen? Mist, ihr müsst näher hier ran, Leute. Huch, was ist jetzt? Verbesserungspunkt erhalten. Oh. Du kannst Dantes Verbesserungsleiste füllen, indem du Gegner tötest und weiße Kugeln sammelst. Irgendwie ist heute alles mit dem Lesen komplett falsch. Verbesserungspunkt erhalten. Hab ich schon gelesen? Wenn die Leiste voll ist, erhält Dante einen Verbesserungspunkt, der im Shop zum Freischalten von neuen Angriffen und Fertigkeiten verwendet werden kann. Okay. Alter, wie viel ist denn das noch? Verbesserungspunkt erhalten, das wissen wir auch schon. Du kannst während Missionen bei heiligen Statuen oder in der Missionsauswahl auf den Shop zugreifen. Okay. War's das? Gut. Komm her. Bam. Das gefällt mir doch. Wo geht's lang? Ich würde sagen hier. Da oben ist noch ein Schlüssel oder was ist das? Da komme ich gar nicht hoch. Ich mach doch den Doppelsprung. Na, endlich. Neuer Gegenstand gefunden. Goldene Kugel. Entschuldigung. Kann nach dem Tode dafür verwendet werden, Dante wieder zum Leben zu erwecken. Oh. Goldene Kugeln können auch im Gegenstandsläden gekauft werden. Okay. Das machen wir kaputt. Oh, da ist noch was. Spinnen! Neuer Gegenstand gefunden. Kleiner Lebensstern. Stellt einen kleinen Anteil von Dantes Gesundheit wieder her. Drücke während dem Spiel Start und wähle Gegenstände, um Lebenssterne zu verwenden. Okay. Ich höre Spinnen, aber ich sehe keine. Verwende die... Da sind sie, Entschuldigung. Verwende die heilige Statue. Okay, das ist das zum Gegenstände kaufen. Verbesserungen. Fertigkeiten. Wir haben einen Punkt. Wir können eine Sache holen. Gegenangriff. Ich lese das jetzt übrigens nicht alles vor, weil das ziemlich viel ist. Man sieht, es gibt viel. Erhöhter Schaden, das nehmen wir mal mit. Okay, Gegenstände brauchen wir erstmal nicht. Okay. Ist das mein Mantel? Wie ist denn da gelandet? Sehr schön. Wichtige Neuigkeiten. Wir sehen Aufnahmen von unserem Helikopter. Steve, ich kann nicht fassen, was ich da sehe. Also, was hier passiert, das wirkt sich wohl auch auf die echte Welt aus. Also, Metal-Musik. Oh, das sind ja Gegner. Ach, diese fliegenden Viecher nerven. Verdammt! Hau ab! Bam, so. Ich glaube nicht, oder? Da hinten leuchtet eine Tür, ich gehe da mal hin. Okay. Bin. Einmal kurz hier. Pausemenü. Leute, da das die erste Folge ist... Und ich vor einer Weile sehr viele Schwierigkeiten mit der Aufnahme hatte, mache ich jetzt hier mal für die erste Folge Stopp und gucken mal, ob das jetzt alles so geplant hat, wie ich es wollte. Das heißt, bis zur nächsten Folge. Ich hoffe, wir sehen uns da. Bis dann. Ciao.